Liebe Freundinnen und Freunde, schön, dass ihr hier seid. Seid laut, dass die Ursula uns hört, dass auch Herr Wojciechowski uns jetzt hier, unser neuer Agrarkommissar, denn wir brauchen eine neue Agrarpolitik. Wir müssen wegkommen, die Großbetriebe zu fördern und die kleinen Bauern in die Existenzlosigkeit zu treiben. Wir müssen dahin kommen, dass wir endlich Produkte produzieren, gute, faire Produkte für den europäischen Markt. Wir wollen, dass das Mercosur-Abkommen gestoppt wird. Das wird unsere Bauern schädigen, aber auch die kleinen Bauern in Südamerika. Und wir wollen, dass dieses Geld, was die Europäische Union ausgibt, ausgegeben wird für Bauern, die nachhaltig wirtschaften, die die Umwelt schützen, die die Bienen schützen und die auch Nahrungsmittel produzieren, die nicht nach China exportiert werden oder sonst wo, sondern für unsere Bauern hier. Für unsere Bauern gilt, wir müssen lokal, ökologisch, nachhaltig wirtschaften. Dabei unterstützen wir euch und ich freue mich, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr hier seid. In Deutschland demonstrieren gerade andere Bauern, die wollen eine ganz andere Politik und die sagen sogar, dass Umwelt die Landwirte zerstört. Die wollen wir nicht, wir wollen euch und wir kämpfen mit euch, dass wir eine andere Agrarpolitik hinbekommen. Ciao.